Mein Name ist Maria Wirth, ich bin 55 Jahre alt. Eine Situation in der Familie, die sehr viel Irritationen mir geboten hat, wo ich gesagt habe, da komme ich jetzt alleine nicht mehr raus, da hilft auch kein schlaues Buch, sondern ich muss mich jetzt in die Höhle des Löwen begeben, um die Sachen aufzuarbeiten. Ich habe für meinen Kurs erwartet, dass ich ja, Lösungsmöglichkeiten für meine Situation, für meine jetzige Situation, aber auch sicherlich für zukünftige schwierige Situationen bekomme. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass es auf einer anderen Ebene stattgefunden hat als auf der Verstandesebene, weil ich sehr kopflastig bin. Heißt, man muss einfach mehr das Bauchgefühl fragen. Gefühle zulassen, Gefühle ausleben, dass man auch sich verabschieden sollte, nicht nur immer die starke Frau zu sein, sondern dass ich über Tränen auch dazu komme, die Erleuchtung zu erhalten, die ich gerade brauche. Ich hatte jetzt keine Probleme, in eine Trance zu verfallen, geschweige denn diese einzuführen. Das ist auch wahrscheinlich aus der Übung heraus, dass ich über 20 Jahre meditiere. Aber diese Trance-Übung von der Katja war für mich jetzt noch nicht umsetzbar. Ich habe aber jetzt zum Schluss gemerkt, woran das liegt. Dass eben halt ein riesengroßer Schrank, den ich unbedingt aus dem Keller rausholen muss, dass das dann auch damit verbunden ist, dass ich alte Glaubenssätze auflösen muss. Und dann kann ich wahrscheinlich auch mehr mit dieser Übung anfangen, weil ich dann auch mehr sehe und wo ich dann auch den Mut habe, einfach meine Gefühle auszuleben, zu spüren, egal ob sie jetzt positiv sind oder negativ. Also so nach dem Regen kommt eben halt immer noch die Sonne. Würde ich weiterempfehlen und ich würde sogar auch sagen, einmal im Jahr vielleicht zu wiederholen, weil man immer mehr Situationen bekommt, wo man sagt, da bin ich jetzt noch nicht so weit. Und da würde vielleicht die Katja einfach den richtigen Tipp geben, weil sie sich sehr gut eingefühlt hat und man hat natürlich unheimlich auch profitiert von den anderen, die zwar jetzt auf einer anderen Bewusstseinsebene arbeiten oder vielleicht sogar weiter sind, aber man nimmt trotzdem eine ganze Menge mit und sieht eigentlich auch, Wachstum ist da und das kann man ja eigentlich jedes Jahr gebrauchen.